Seit 2011 hatten sie zusammen regiert. Haseloff als Ministerpräsident, Stahlknecht als Innenminister und aktueller CDU-Landeschef. Nun der Bruch. Weil Stahlknecht in dem Zeitungsinterview das Ende der schwarz-rot-grünen Koalition und eine mögliche Minderheitsregierung der CDU in den Raum gestellt hatte, noch während man sich um eine Lösung für den Streit um den Rundfunkbeitrag bemühte. Zunächst aus Magdeburg, Hagen Mikulas. Mit einem Interview stellt Sachsen-Anhalts Innenminister und CDU-Landeschef Holger Stahlknecht die Machtfrage in der Koalition und in der eigenen CDU-Fraktion. Der Streit tobt um die Haltung Sachsen-Anhalts zum neuen Medienstaatsvertrag und die Erhöhung des Rundfunkbeitrages. Jetzt droht der CDU-Landeschef mit der schwarz-rot-grünen Koalition für den Fall, dass SPD und Grüne bei ihrer Zustimmung bleiben. Stahlknecht bringt im Interview auch eine Tolerierung durch die AfD ins Spiel. Dann käme es zu einer Minderheitsregierung und zur regulären Landtagswahl am 6. Juni 2021, so Stahlknecht im Interview. Damit stellt er sich gegen Ministerpräsident Haseloff, der anders als seine CDU-Fraktion eine Abstimmung zum Medienstaatsvertrag im Landtag verhindern wollte, um so die Kenia-Koalition zu retten. Mit der Entlassung seines Innenministers zieht Ministerpräsident Haseloff nun die Notbremse. Dieser habe unabgestimmt und öffentlich den Koalitionsbruch und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung in den Raum gestellt, heißt es in der einzigen Presseerklärung dazu. Grüne und SPD begrüßen die Entlassung des Innenministers, halten sie aber für unzureichend. Stahlknecht sei weiter CDU-Landesvorsitzender. Der Konflikt, den diese Koalition jetzt auszuhalten hat, ist damit nicht ausgeräumt. Wir stehen immer noch vor der Situation, dass wir unterschiedliche Fraktionen in der CDU haben und dass sich jetzt entscheiden muss, ob die rechtsgerichteten Kräfte, die AfD-Fraktion in der CDU, die Macht ergreift oder ob es die gemäßigten Kräfte tun. Auf jeden Fall ist jetzt die Chance tatsächlich wieder gegeben, miteinander zu reden und auch eine Lösung zu suchen und möglicherweise auch zu finden. Holger Stahlknecht hat mit seinem Interview in der Volksstimme all diese Türen zugeschlagen und die sind jetzt wieder offen und ich gehe davon aus, dass wir bis nächste Woche auch weiterhin Gespräche miteinander führen werden. In Sachsen-Anhalt steht die Union vor der Zerreißprobe. Wer sich am Ende durchsetzen kann, ist offen. Ja, da bleiben Fragen an unsere Korrespondenten. Zunächst Andreas Weise in Sachsen-Anhalt. Andreas, im Interview kündigt Stahlknecht ja indirekt eine Art Putsch an, deswegen seine Entlassung heute. Wie geht es denn jetzt in CDU und Koalition weiter? Zuallererst muss einmal geklärt werden, wie es im Beitrag eben auch schon anklang, wer denn jetzt eigentlich die Macht in der Partei, in der Landespartei und in der Fraktion hat. Es ist so, dass Ministerpräsident Haseloff zwar in der Bevölkerung sehr beliebt ist, vor allen Dingen auch durch seine Art, wie er die Corona-Krise hier in Sachsen-Anhalt managt, aber er hat in der Partei und vor allen Dingen in der Fraktion nicht besonders viel Rückhalt. Jetzt geht es darum, bleibt Holger Stahlknecht trotzdem Landesparteichef? Da ist also noch eine Menge zu klären. Das dürfte am Wochenende noch relativ spannend werden. Ja, und dann ist nächste Woche die nächste Frage zu klären, nämlich kann die Kenia-Koalition halten? Immer noch sind die Meinungen zum Medienstaatsvertrag sehr unterschiedlich. Das zusammenzubekommen scheint sehr, sehr schwer zu werden. Einer der Meilensteine auf diesem Weg könnte nächste Woche Mittwoch wieder der sogenannte Medienausschuss des Landtages in Magdeburg sein. Und dann werden wir weitersehen. Eventuell ist die Kenia-Koalition schon in der kommenden Woche am Ende.